Hallo und herzlich willkommen zu Experiment Episode 2. Und ich bin total aufgeregt. Ich bin total aufgeregt, weil ich einfach so gespannt bin, wie das hier weitergeht. Episode 1 war schon so genial und ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Start. Experiment Phase 2. Die Auswertung der Ergebnisse des ersten Teils unserer Studie läuft in Phase 2 und werdet ihr erneut emotional und psychisch belastenden Herausforderungen ausgesetzt. Diese Konfliktsituationen sind für die Studie unabdingbar. Phase 3 befindet sich bereits in Vorbereitung. Wir danken nochmals für deine Teilnahme. Wahrscheinlich laden wir erstmal, oder? Wenn wir jetzt Start drücken. Okay, wir laden herunter. Könnte einen kleinen Moment dauern, ne? Ja, aber ich bin auf jeden Fall sowas von gespannt, wie das hier weitergehen wird. Wie krass die ganze Geschichte einfach noch wird, ne? Da kann man ja auch echt super gespannt drauf sein. Weil, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon in Episode 1 so krasse Sachen erlebt. Wenn ihr euch erinnert. Ja, es ging von harmloseren Dingen, ne? Ging's wirklich zu krassen Dingen. Bis in Richtung Folter und das war echt heftig. Das war echt heftig und vor allem das Ende, was wir erlebt haben. Da ging es ja um die Folter, ne? Und das war brutal. Der Herr, ich glaube Oliver hieß er, wurde tatsächlich gefoltert, weil wir dem zugestimmt haben. Sonst wäre ein Mädchen, was entführt worden ist von ihm, in eine Kiste eingesperrt wurde und ich glaube sogar begraben, wäre sonst elendig erstickt. Ja, und ein kleines bisschen müssen wir noch laden, es tut mir leid. Ja, und das Ende von der Episode war tatsächlich, dass wir einfach nur, ja, viel konnte man nicht sehen. Ein Stück Holz, wo man vermuten konnte, das ist die Kiste. Und das Mädchen hat, ich glaube, nach Mama gerufen. Auf jeden Fall war sie sehr verzweifelt und in Panik, verständlicherweise. Und es sieht ganz danach aus, als ob unser Download jetzt auch gleich fertig ist. Hoffe ich doch mal, dass da gleich irgendwie eine Meldung oder sowas kommt. Oder müssen wir einfach auf Start drücken? Das kann natürlich auch sein. Ich warte noch ganz kurz. Ansonsten probiere ich es einfach mal mit Start. Ja, die ganzen Dinger hier haben wir ja gelesen, die Infos, ne? Auch super spannend, kann ich nur jedem empfehlen, auch das mitzunehmen. Definitiv. Ja, ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf Start, ne? Ich probiere es einfach mal. Okay. Also, liebe Zuschauer, drück mal kurz erstmal hier rauf, ne? Hier wird wahrscheinlich noch nichts sein. Oh, Iris schreibt direkt. Wir haben eine neue Hintergrundmusik, oder? Okay, hier ist noch nichts Neues, ist aber auch nicht. Ja. Ist aber auch normal, glaube ich, dass sonst. Alter, wir haben eine neue Hintergrundmusik. Wie geil. Okay, ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal rein, ne? Wir gehen direkt rein. Jessie, was meinst du, wie es der Kleinen geht, wenn sie überhaupt noch am Leben ist? Iris, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Trotzdem fühle ich mich verdammt mies. Wir haben das entschieden, Mike, um das Mädchen zu retten. Und Jessie hat recht. Der Typ muss doch nur das Maul aufmachen und verraten, wo die Kleine ist. Finn,
Scheiße, hoffentlich ist sie wohl auf. Tom, ja, und so sehr ich Gewalt auch verabscheue, scheiße, der Typ hat's verdient. Wir hatten geantwortet, fühlt sich trotzdem falsch an, es ist eine Art Rückblick. Maya Word, jetzt, da ist Episode 1 geendet. Iris, puh, sorry Leute, das wirkt mir jetzt langsam wirklich zu real. Und hier haben wir nochmal das Video, ich drück nochmal auf Play, ne? Wir gucken es uns nochmal kurz an, das geht nicht so lang. Okay, was können wir denn antworten? Absolut, das ist wirklich beängstigend. Aber genau das macht es doch so spannend, oder nicht? Immer daran denken, am Ende bleibt es eine erfundene Geschichte. Das können wir also weiterhin antworten. Boah, wie geil, dass es eine neue Hintergrundmusik gibt. Verdammt, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Mega. Das ist schon super geil. Das freut mich schon total. Mich würde mal interessieren, ob man das switchen kann. Also ob man sich jetzt eine aussuchen kann. Wisst ihr, wie ich das meine? Achso, und außerdem interessiert mich... Okay, unser Profil ist noch... Ist übernommen worden, das klappt. Das hat funktioniert. Okay, dann... kann man denn jetzt... Nur mal so zur... Kann man nicht... Es hätte ja sein können, ne? Dass wir vielleicht jetzt uns eine Hintergrundmusik ausdenken können. Okay... Und wir spielen ja die normale Runde. Ich nehme das erste. Iris. Ich bin selbst Mutter. Da ist dieses kleine Mädchen gefangen in einer Kiste unter der Erde. Und hier geht die Luft aus. Da zieht sich alles in mir zusammen. Finn. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie Eltern sich in einer solchen Situation fühlen müssen. Alleine bei dem Gedanken bekomme ich eine Gänsehaut. Scheiße. Das geht schon so spannend los, verdammte Axt. Chats. JD schreibt uns auch direkt. Boah, Leute, was geht hier ab? Nichts ist... Nichts ist es, wie es scheint. Der Polizeipräsident, Landeskriminalamt, Aktenzeichen 719864, Seite 2 von 3. Ermittlungsstand, Leichenfund, Göringer Straße 23, viertes Obergeschoss, rechts. Im toxikologischen Befund der Gerichtsmedizin wurden Rückstände verschiedener Substanzen im Blut der verstorbenen Natascha Frey festgestellt, die zu einem multiplen Organversagen und letztendlich zu einem tödlichen Herz-Kreislauf-Versagen führten. Diese umfassen hohe Mengen an Cannabinoiden, Opiaten, Opioiden, Methadon-Metaboliten, Amphetaminen, LSD und eine beträchtliche Menge Blutalkohol. Die Obduktion deutet jedoch darauf hin, dass die Substanzen möglicherweise gegen ihren Willen zugeführt wurden. Fesselspuren und Verletzungen an den Extremitäten, verursacht durch Kabelbinder, sowie weitere Spuren von Gewalt lassen auf ein Verbrechen schließen. Hautschuppen und Blutrückstände unter den Fingernägeln deuten auf Gegenwehr hin. Die Proben wurden zur DNA-Analyse ins Labor geschickt. Alter, krass, okay. Sie wurde also absichtlich... Ihr wurde das Kram eingetrichtert, aber sie wurde gefesselt dabei. Unsere Natascha erinnert. Ihr erinnert euch? Wir hatten die drei Leute, wo wir entscheiden mussten. Robert, Rainer und Natascha. Welches Vergehen wir am schlimmsten fanden. Und wir haben Natascha gewählt. Aus dem Grund, weil sie wirklich ihr eigenes Kind zur Prostitution gezwungen hat. Um Kohle zu machen, um sich neuen Stoff quasi zu holen. Und weil sie auch noch an weitere Kinder in den Ruin getrieben hat. Scheiße. Das sieht ja richtig echt aus. Freundlicher Smiley. Die Versuchsleitung hat uns bereits über Nataschas Tod informiert. Was willst du mir damit sagen? Ich nehme das zweite.
Scheiße. Und ihr habt es für ein simples Spiel gehalten, nicht wahr? Aber das hier ist die knallharte Realität, Sebastian. Ach, wie geil! Jetzt geht der andere Soundtrack auch weiter. Wie nice ist das denn? Das ist der Soundtrack aus Episode 1. Boah, wie cool! Natascha wurde eine Überdosis gespritzt, um die wahre Todesursache zu verschleiern. Verdammt, sie wurde kaltblütig ermordet. Das ist keine wissenschaftliche Studie, so wie sie es euch einreden wollen. Euch das... Hier geht es um das Schicksal echter Menschen. Um Leben oder Tod. Ach komm schon, du willst mir nur Angst machen? Klar, und ich wohne im Schloss Neuschwanstein. Schön. Das ist doch total verrückt. Woher stammt dieser Bericht? Das frage ich. Shit. Ein zuverlässiger Kontakt bei der Polizei hat mir ihn zugespielt. Wenn dir dein Leben etwas bedeutet, musst du mir jetzt vertrauen. Nur dann kann ich euch helfen. Du bist in etwas reingeraten, aus dem es kein Entkommen gibt. Alter, ich hab übelst Gänsehaut, Leute. Ich verstehe, wie unheimlich das für dich klingen muss. Unheimlich bescheuert. Jetzt raus mit der Sprache. Wer zur Hölle bist du? Ich glaube dir kein Wort. Du steckst doch damit drin. Ich nehme das Zweite. Alter Schwede. Das werde ich dir verraten, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Der Wissende lebt am gefährlichsten. Ich will verhindern, dass weitere Menschen zu Schaden kommen. Das kann ich aber nur, wenn du weiterhin mitspielst. Es ist extrem wichtig, dass niemand von mir erfährt. Und wenn doch, warum sollte ich dir das alles glauben? Aber mal im Ernst, was soll dieses ganze Geheimagentengetue? Hat er doch gerade gesagt. Ich frag mal, und wenn doch? Und glauben sollen wir ihm das, weil wir ihm vertrauen müssen. Dann hätte das nicht nur für mich weitreichende Konsequenzen. Wenn du verhindern willst, dass noch mehr unschuldige Menschen sterben, musst du weitermachen. Die Zeit drängt. Niemand darf je erfahren, dass wir in Verbindung stehen. Aber Isa weiß das. Alles, was ich dir erzähle, muss unter uns bleiben. Zu viele Leben hängen davon ab. Ich könnte zur Polizei gehen. Und wenn ich aussteige... Aus welchem Grund sollte ich meinen Kopf dafür hinhalten? Okay, warum ausgerechnet ich? Weshalb hast du gerade mich kontaktiert? Ja, das frage ich. 4 Antwortmöglichkeiten. Ah, die haben den Soundtrack abgeändert. Er wirkt bedrohlicher auch, ne, jetzt. Ich wusste, dass du mir jetzt diese Frage stellen würdest. Aber die Antwort kann ich dir noch nicht geben. Nur eins. Ich habe meine Gründe und schon bald wirst du verstehen, warum ich dich ausgewählt habe. Alter, ist das spannend. Und die bedrohliche Musik. Isa. Hey Isa. Schau dir mal an, was mir gerade zugeschickt wurde. Einmal das Bild nochmal. Wie krass, bitte. Okay, Moment. Es wirkt alles viel, viel bedrohlicher. Ist das von diesem Unbekannten? JD. Ja, hat er sich mittlerweile auch wieder bei dir gemeldet? Meinst du, da könnte was dran sein? Ja, oder Unbekannte? Das wissen wir nicht. Das wissen wir wirklich nicht. Ich nehme das Erste. Weil Isa und ich wissen davon. Also wir beide wissen, dass wir es wissen, sozusagen. Voneinander. Nein, seit er mir deinen Kontakt gegeben hat, habe ich nichts mehr von ihm gehört. Hier steht, die gehen bei dieser Natascha von einem Verbrechen aus.
Also wurde sie umgebracht? Zumindest behauptet das JD, vorausgesetzt wir glauben, was da steht. Das ist die entscheidende Frage. Naja, vorausgesetzt wir glauben, was da steht. Fuck, was soll der Scheiß? Wollen Sie uns jetzt weismachen, dass da jemand unterwegs ist und unsere Urteile vollstreckt? Und Leute umbringt? Das ist doch Schwachsinn! Fuck, ey. Entschuldigung, ich musste mich räuspern. Ja, das klingt für mich eher nach einer Verschwörungstheorie aus einem Hollywood-Blockbuster. Ich muss gestehen, ein wenig mulmig ist mir schon. Aber was zum Teufel soll das Ganze? Mir ist auf jeden Fall mulmig. Ich nehme mal das dritte. Ich bin fest davon überzeugt, dass JD Teil dieser Versuchsleitung ist. Wahrscheinlich haben sie über die App Zugriff auf unsere privaten Nummern bekommen. Und nun wollen sie uns noch weiter in die Enge treiben, um unsere Grenzen auszuloten. Denkst du wirklich, dass Reality Games so weit gehen würde? Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Aber dann hätten sie den Bericht doch in die Gruppe geschickt. Ich nehme das erste, die Frage. Wenn man darüber nachdenkt, was wir heute durchgemacht haben. Ach verdammt, ich weiß es doch auch nicht. So oder so, das passt doch alles nicht zusammen. Es hieß doch, dass sie hier das Verhalten innerhalb einer Gruppe untersuchen. Warum also sollten sie dich mit Infos versorgen, von denen die anderen nichts erfahren dürfen? Vielleicht ist das eine Art Test, ob wir dicht halten können. Und wenn JD uns wirklich helfen will? Wer sagt denn, dass sie nun mit mir diese Nummer abziehen? Alles berechtigte Fragen, die ich alle gerne stellen würde. Ich würde das zweite oder das dritte nehmen. Ich nehme das zweite. Dann soll er die Karten auf den Tisch legen. Warum zieht er so eine Show ab und sagt nicht einfach, was Sache ist? Weil er wahrscheinlich dann in Gefahr kommen würde, geraten würde. Und wobei helfen? Das ist eine verdammte Studie. Aber weißt du was? Mein Ehrgeiz ist auf jeden Fall geweckt. Ich will verdammt nochmal wissen, was es mit all dem auf sich hat. Diese verdammten Aufgaben, diese ominöse Unbekannte. Worauf läuft das alles hinaus? Was zur Hölle erforschen die hier eigentlich wirklich? Lass uns der Sache auf den Grund gehen, Isa. Wird da jemand kämpferisch? Vielleicht steckt tatsächlich mehr dahinter, als wir denken. Wir gehen der Sache sowieso auf den Grund. Ich nehme mal das letzte. Es sieht ganz danach aus. Sie wollen uns also an unsere Grenzen bringen? Dann mal viel Erfolg. So schnell lasse ich mich nicht einschüchtern. Ah, sie löscht. Ist was passiert? Ich muss zurück zur Gruppe. Dort fliegen gerade die Fetzen wegen der letzten Aufgabe. Shit. Über die wollte ich eigentlich auch noch kurz mit dir quatschen. Machen wir dann später, okay? Alles klar, bin gespannt. Denk dran, kein Wort über JD oder den Bericht. Die anderen fragen sich bestimmt auch schon, wo ich bleibe. Ich vertraue ihr, dass sie kein Wort raushaut. Alles klar, bin gespannt. Boah, Leute, krass. See you. Jetzt geht's bei uns in der Gruppe weiter, oder? Oder kommt jetzt noch JJ?
Tom, das kann ich mir vorstellen. Und was muss das Mädchen erst denken? Sie wird doch ein Leben lang unter Albträumen leiden. Iris, ja, das wird sie schwer traumatisieren. Tom, vorausgesetzt, sie überlebt. Hör bloß auf, ich will mir das überhaupt nicht vorstellen. Jessie, zugegeben, ich bin gerade auch ziemlich fertig. Ich gucke trotzdem eine Sache nach. Sieht alles noch so aus wie in Episode 1, ne? Wir können antworten, wer nicht, das ist schon verdammt heftig. Ich hoffe, sie bringen den Typ zum Reden. Verdammt, das arme Kind. Ich bin das Erste. Coco. Die sollen die Scheiße aus diesem Typen prügeln, bis er verrät, wo die Kleine ist. Jessie. Ja, die müssen sie finden, bevor es zu spät ist. Mike. Ich freue mich auf Mike in der Episode wieder. Fuck, die sollten mich mal ein paar Minuten mit diesem Oliver alleine lassen. Der würde singen wie eine Nachtigall, wenn ich mit ihm fertig bin. Shit, will gerade nicht in seine Haut stecken. Bei diesem Mistkerl habe ich kein bisschen Mitleid. Genau, Mike. Und danach kommt die Mutti zum Aufwischen. Oh nee, och nee. Oh, jetzt lass doch mal die arme Mutti in Ruhe, Mann. Na, ein bisschen Mitleid habe ich schon irgendwie. Wie schon in Episode 1 erwähnt, Gewalt ist immer scheiße. Tom? Stimmt, das klang vorhin nicht so, als würden sie ihn mit Samthandschuhen anfassen. Hörte sich an, als würden sie ihn ziemlich auseinandernehmen. Iris. Ja, diese Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Da wurde unsere Entscheidung plötzlich so real. Klar, das Wohl des Mädchens steht an erster Stelle. Aber die Entscheidung für Folter ist trotzdem schwer zu verkraften. Emotional gesehen. Mike. Blödsinn, ich bin ja auch eigentlich ein gutmütiger Typ. Coco. Lol, seit wann? Es geht los, es beginnt. Der Streit. Aber wenn es um kleine Kinder geht, hört der Spaß auf. Trotzdem krank, oder? Wir haben beschlossen, einen Menschen zu quälen. Ich bin dabei Iris, irgendwie fühle ich mich trotzdem schuldig. Sehe ich genauso, Mike, der Typ hat's verdient. Ich bin das Erste. Stell mich da auf keine Seite jetzt. Tom, aber was hatten wir schon für eine Wahl? Flo, ein weiteres moralisches Dilemma. Billigen wir ein Verbrechen, in diesem Fall Folter, um ein anderes Unrecht zu verhindern? Und Unrecht wäre in diesem Fall der Tod eines kleinen, unschuldigen Mädchens. Finn? Ich bin nur froh, dass wir eine solche Entscheidung wohl nie im wahren Leben treffen werden müssen. Tom? Ja, ich auch. Maya? Obwohl man hier oft das Gefühl hat, dass es tatsächlich passiert. Iris, du sagst es, mir ist immer noch ganz schlecht. Real Talk, ich bin mega gespannt, wie die Nummer am Ende ausgeht. Du meinst, ob die Kleine gefunden wird? Ich hoffe echt, dass das Mädchen durchkommt. Ja, diese Ungewissheit ist echt nervenaufreibend. Ich nehme die Frage. Wenn die Musik im Video dann noch zu laut ist, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Ich nehme wahrscheinlich schon, wenn ihr dann sagt, es ist zu laut, dann ist vielleicht schon alles aufgenommen, so ungefähr. Deswegen, ich wollte gerade sagen, dann schreibt es in die Kommentare. Aber dann merke ich mir das vielleicht für Episode 3. Maya, jupp, Jessie, verdammt, die haben uns doch fast dazu genötigt, Gewalt einzusetzen. Da könnte man doch erwarten, dass das Mädchen gerettet wird, oder? Flo, gut möglich. Es könnte jedoch genauso gut sein, dass sie uns mit dem Gegenteil konfrontieren. Maya, warum sollten die das tun? So entschlossen unsere Absichten, dieses Mädchen zu retten, auch sein mögen. Ethisch, moralisch und gesetzlich betrachtet, haben wir eine falsche Entscheidung getroffen. Da hat er recht.
Das könnte also auch zur Konsequenz haben, dass Böses nur weiteres Böses nach sich zieht. Alter Schwede. Okay, das Profil ist auch noch gleich. Alter Schwede, Leute, Leute, Leute. Ist es denn wirklich falsch, dieses Schwein zu foltern, um ein unschuldiges Mädchen zu retten? Du meinst, das Mädchen stirbt? Als eine Art Denkzettel, weil wir uns für etwas Falsches entschieden haben. Naja, es wird halt gemeint, dass wir was getan haben, was halt rechtlich, also wirklich nach dem Gesetz, verboten ist. Nämlich das Foltern. Oder wir haben zumindest dem zugestimmt. Naja, wir haben ja die Entscheidung getroffen, mehrheitlich. Es ist nicht falsch, das zu foltern, glaube ich, weil es keine andere Option gibt. Die Option wäre gewesen, dass das Mädchen stirbt. Dann wären wir raus gewesen, weil wir nicht das Gesetz gebrochen hätten. Aber so stecken wir tief in der Sache mit drin. Und stellt euch mal vor, ihr redet jetzt trotzdem nicht oder sagt was Falsches und beide sterben. Oder zumindest bleibt der Oliver schwer verletzt zurück oder so. Ich nehme die Frage am Ende. Genau, ein düsteres Ende ist die Strafe für eine unheilvolle Entscheidung. Mike. Das wäre aber mal echt ein Scheiß-Move von diesen Realty-Typen. Realty-Typen. Immer was Neues, sehr schön. Realty. Wir entscheiden, dass diesem Oliver der Arsch aufgerissen wird und dann krepiert die Kurze am Ende doch. Finn. Vielleicht ist das ja tatsächlich die Moral von der Geschichte. Wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Maya, what? Keine Ahnung, habe ich irgendwo mal gelesen. Bedeutet so viel wie, wer Böses tut, wird Böses ernten. Ja, das, an sowas glaube ich tatsächlich auch. Ist auch so eine Art Karma dann einfach, ne? Flo, oder anders ausgedrückt, eine falsche Entscheidung führt nicht zum richtigen Ergebnis. Maya, klasse. Und was jetzt? Ich denke, wir können nur abwarten und Tee trinken. Hoffen, dass das Ganze doch ein Happy End haben wird. Und jetzt sollten wir aufhören, den Teufel an die Wand zu malen. Wir hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Iris? Ja. Finn? Finn ist aktiv. Ich frage mich ja immer noch, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Mike? Na, auf eine fette Belohnung, hoffe ich. Eine Überraschung. Es wird nur von einer Überraschung geredet. Das erste GIF von Mike. Ja, das habe ich vermisst. Darauf habe ich mich auch gefreut. Neue GIFs. Es muss nicht unbedingt Geld sein, Finn. Nee, jetzt mal im Ernst. Da spielen wir einerseits dieses quietschbunte Computerspiel, um an Punkte zu kommen. Und werden andererseits vor immer krassere Entscheidungen gestellt, die über das Schicksal anderer Menschen entscheiden. Tom? Von fiktiven Menschen. Das sollten wir nicht vergessen. Iris? Auch wenn sich das schon schmerzhaft real anfühlt. Finn? Absolut. Mike? Mimi. Oh, ich mag das mit den GIFs. Coco. Der Humor darf trotzdem nicht dabei verloren gehen. Nicht komplett. Ab und zu darf man auch mal schmunzeln. Coco. Aber noch lange nicht so schmerzhaft wie Mikes dämliche GIFs. Ja, geil. Ich mag auch dieses Mike und Coco. Dieses Zusammenspiel. Tom, wir sind die auch so langsam too much. Mir nicht? Sorry, Mike. Aber die sind echt ziemlich nervig. Jetzt lasst uns bloß nicht auch noch unseren Humor verlieren. Vielleicht nicht mehr ganz so viele rausballern, Mike. Nee, genau das, was ich gerade gesagt habe. Humor. Den dürfen wir trotzdem nicht verlieren. Hoffnung und Humor. Mike, Knutsch-Smiley. Jesse, eben. Die sind doch witzig. Für diejenigen, die zum Lachen in den Keller gehen. Hier geht's lang. Alle rein da und Klappe zu, Affe tot.
Iris, aber jetzt Spaß beiseite. Das ist doch echt ziemlich krass alles, oder? Tom, sehe ich genauso. Lass uns mal kurz zusammenfassen, was bisher passiert ist. Das haben wir doch wirklich schon zu Genüge durchdiskutiert. Dann legt mal los. Mike. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringen soll, aber okay. Es war einmal ein Knabe namens Sebastian und zack, wurde er zum Barbo im ganzen Königreich. Hey, wie geil. Und Mike der Hofner hat's bis heute nicht verkraftet. Was heißt das eigentlich, Barbo? Wollte ich die ganze Zeit mal gefragt haben. Naja, ich glaube, das ist sowas wie Checker oder sowas, ne? So aus der Rap-Szene, glaube ich. Nochmal, ich habe mich nicht darum gerissen. Das erste oder das letzte? Ich nehme das letzte. Richtig hart konfrontieren wir ihn dann in der bösen Runde. Wollt's nur erwähnt haben. Iris? Es ging doch lediglich darum, den letzten Probanden für die Gruppe zu wählen. Mike, genau, nachdem dieser Vollpfosten direkt im Mundo rausgeflogen ist. Jessie? Aber Sebastian durfte auch noch entscheiden, ob und wen er bei den Einzelchats am Anfang kickt. Mike, stimmt. Wir hätten uns für Coco entschieden, ne? Coco, ja. Und wen hat er gekickt? Hat er sich also gemerkt? Sehr schön. Kannst froh sein, dass ich so ein anständiges Mädchen bin, Sebastian. Was? Du bist anständig? Mike, lol. Sorry nochmal, Coco. Beim nächsten Mal nehme ich Mike. Na komm, sorry nochmal, Coco. Schon okay. Ich bin ja zum Glück nicht nachtragend. Flo? Und obwohl ihr es jetzt gelassen seht, führten Sebastians plötzliche Privilegien zum ersten Gruppenkonflikt. Schön, dass wir so eine Zusammenfassung haben, finde ich richtig gut. Sie wollten unsere Reaktion auf diese Situation beobachten. Iris, ja, aber das war ja erst der Anfang. Danach ging es richtig los. Tom? Stimmt, anfangs waren die Aufgaben ja noch vergleichsweise harmlos. Okay, harmlos ist das falsche Wort. Coco? Sexuelle Übergriffe sind alles andere als harmlos. Aber Tom hat schon recht, es wurde nach und nach krasser. Tom sagt es doch selber, harmlos ist der falsche Begriff. Da hat Coco vollkommen recht. Ich will mich wieder auf keine Seite stellen, deswegen sage ich einfach, Tom sagt selber, harmlos ist der falsche Begriff. Ich meine ja nur, diese Sachen werden leider viel zu oft verharmlost. Iris? Aber das war alles nicht zu vergleichen mit der letzten Aufgabe. Würden wir jemanden foltern, um ein Kind aus einer tödlichen Situation zu befreien? Flo? Ich denke, das ist Teil des Versuchsaufbaus. Die Situationen, denen wir ausgesetzt sind, werden zunehmend unerträglich. Iris, das kannst du mal laut sagen. Und sie beobachten, wie wir als Gruppe damit umgehen. Finn? Also für meinen Geschmack war das jetzt auch so langsam die Grenze. Heftiger braucht es von mir aus nicht zu werden. Sehe ich auch so. Es ist am Ende ja nur eine Studio. Studio? Es ist eine Studio? Eine Studio? Der Gerät schläft nie, ne? Eine Studie natürlich. Ich fürchte, die legen noch eine Schippe drauf. Das befürchte ich tatsächlich. Ich möchte zwar den Teufel nicht an die Wand malen, aber wir müssen auch ein bisschen realistisch sein, Flo. Das denke ich auch. Mike ruft an. Also, wem es zu krass wird, der kann ja gehen, ja? Es ist ja nicht so, als ging es um unser Leben oder so, ne? Das ist ja alles freiwillig. Aber ich zieh das hier durch bis zum bitteren Ende. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit?
ich chatte, Mom! Ja, klar. Der Sohnemann sitzt auf der Couch und chattet, während ich seinen Sauerstoff habe. Wie oft denn noch, Mom? Ich kann das auch alles selber, ja? Das sehe ich. Hier sieht's ja aus wie bei den Hippies. Das ist meine Bude, ja? Also bitte lass es einfach, okay? Das könnte dir so passen. Oh, wie geil. Oh, Mike. Oh, wie geil. Liebe Grüße. Coco, bis zum bitteren Ende. Mike, witzig, Coco. Finn? Sorry, Mike, aber ich konnte mein Grinsen auch nicht verkneifen. Das wird langsam zum echten Running Gag. Ich finde es tatsächlich auch recht lustig, ihr seid doch nur neidisch. Ich mach's Erste. Coco, nur hilf deiner Mutti mal ein bisschen, Mike. So ein Saustall, da muss man sich ja schämen. Eltern. Was soll man machen? Tom? Leute, ich bin mal einen kleinen Moment raus. Da ist irgendwer an der Tür. Oh oh. Mike, Grüße. Oh shit. Oh shit.